Magst du eigentlich, bist du eher so der vorm Fernseher Chips und Flips und Salzstangen und so Esser? Oder isst du lieber so Schoki, also eher dann so salzig oder eher süß beim Fernsehgucken oder im Kino? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst die neue Folge von Disney Infinity 3.0. Heute bekommt Chewbacca sein Zimmer und er zieht direkt neben Tinkerbell ein. Ich habe jetzt seine Sachen schon soweit eingerichtet. Also ich habe die Wände und den Boden von Hoth, heißt der Eisplanet, ne? Gewählt. Von dieser Echo Basis, weil ich gedacht habe, das passt ganz gut eigentlich zu Chewbacca. Es ist ein bisschen schwierig, da was Passendes zu finden. Ich habe mir auch die Sachen von Jabba geholt, aber da finde ich, da passt ganz vieles nicht. Fenster kann ich leider hier nicht reinmachen, denn unten wollte ich das nicht und oben wollte der die Fenster nicht nehmen in der oberen Etage. Deswegen gibt es leider kein Fenster in der Eishöhle. In dem oberen Bereich möchte ich gerne sowas wie eine Fernseh- und Sitzecke einrichten. Und da ist hier zum Beispiel so eine Bank aus Jabbas Palast. Die kommt da hinten hin. Und direkt daneben die Plüschbantas. Weißt du, wie so Sitzkissen oder so, habe ich gedacht. Die kommen da so neben, dass man sich da auch cool hinsetzen kann. Sitzkissen finde ich sowieso, diese Sitzsäcke. Kennst du diese großen Sitzsäcke? Die finde ich ziemlich cool. Also ich mag das sehr. Hast du so einen Sitzsack zu Hause? Also habt ihr sowas? Ich mag die nämlich, ich habe aber keinen. Milena hatte damals so einen Sitzsack, aber der ist dann irgendwann halt kaputt gemacht. Und die sind ja so gefüllt mit so kleinen Styroporkugeln. Und dann sind die Dinger überall rumgeflogen. Das war irgendwie dann nicht so schön. Hier ist noch Jabbas Divan. Den werde ich als Riesensofa nehmen, glaube ich. Weil den finde ich eigentlich auch ganz cool. Der kommt halt auf die gegenüberliegende Seite. Natürlich darf ein Fernseher in einem Fernsehraum oder in einer Fernsehecke nicht fehlen. Wäre ein bisschen komisch, ne? Und die stelle ich aber so, dass da alle zusammen auf diesem Divan sitzen können. Weil ich glaube, das ist ganz cool. Man sich darauf flätzt mit seinen Freunden und dann gemeinsam irgendwie seine Lieblingsserie guckt oder so. Das macht bestimmt Spaß. Ich glaube, das gefällt Chewbacca. Ein Telefon bekommt er übrigens auch, man kann nie wissen, er ist ein bisschen moderner ausgestattet wie die anderen. Telefon darf ruhig sein. Und was gehört zum Fernsehgucken dazu? Natürlich Snacks. Also kommt hier auch ein Snackautomat hin, da kann man sich dann seine Chips und Flips und Schoki aus dem Automaten ziehen. Magst du eigentlich, bist du eher so der vorm Fernseher Chips und Flips und Salzstangen und so Esser? Oder isst du lieber so Schoki, also eher dann so salzig oder eher süß beim Fernsehgucken oder im Kino? Und natürlich kommt auch ein Chewbacca-Bild in das Zimmer, ist ja klar. Das hängt unten, damit jeder gleich sieht, dass hier Chewbacca wohnt. Ich hätte gern hier oben noch sowas wie einen Teppich. Und der blaue ist eigentlich schon ganz schön. Was hier oben unbedingt noch hin muss, ist Han Solo in dem Carbonit. Da gibt es nämlich, das habe ich extra geholt, damit das bei Chewbacca in der Wohnung steht. Das finde ich nämlich mega cool, dass es das gibt. Dann kommt noch eine große Truhe dahin. Na, Chewbacca bringt ja bestimmt von seinen Abenteuern immer ein bisschen was mit und das muss ja irgendwo verstaut werden. In dem unteren Bereich hier möchte ich jetzt gerne einen Schlafbereich und sowas wie so eine Spielhalle oder so aufbauen, wo Chewbacca alle seine Freunde einladen kann zum gemeinsamen Daddeln. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich die Sachen hinstelle, aber es soll auf alle Fälle mal dieses einfache Bett werden und dann mal gucken, was es sonst so gibt. So, auf alle Fälle gehört ja mal ein Flipper-Automat hier rein, oder? Also das muss schon sein. Ich habe hier diesen Disney Infinity Flipper-Automat. Und ein Spielautomat habe ich hier auch noch. Ich muss nur mal gucken. Ich glaube, den stelle ich hier drüben hin. Und hier so einen Greifer möchte ich noch haben.
unbedingt. Der soll da auch hin. Was ist das? Ein Limo, Automat. Cool. Dann gibt's einen Snackautomat und einen Limo-Automat bei Chewbacca. Das ist doch cool. Hier und so eine Kegelbahn. Möchte ich auch noch gerne reinhaben, aber ich glaube, ich muss da erst ein bisschen umstellen, damit das alles dann irgendwie passt. So, ich habe jetzt das Bett da mal weggenommen und stelle hier jetzt die Kegelbahn hin. Das Bett habe ich an die andere Seite gestellt. Und dann wird das hier so wie so ein, ja, einfach ein Spielplatz oder so. Eine Popcornmaschine. Oh yeah, ich will auch eine. Stell dir vor, du hättest eine Popcornmaschine, wo du immer frisches Popcorn rausnehmen kannst. Das wäre mega lecker. Dann würde ich nur noch Popcorn essen. Und eine Slushy-Eismaschine will ich auch. So, jetzt fehlt noch ein bisschen Deko, würde ich sagen. Ich ende mal nochmal den Fußboden um. Ich glaube, das ist mir alles zu weiß. Ich nehme hier von Jabbas Palast dann den Fußboden. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Ja, das finde ich besser. Nochmal der wunderschöne blaue Teppich. Ein Mülleimer natürlich, nicht zu vergessen. Die Fässer stelle ich hier einfach nur so zur Dekoration hin. Da ist bestimmt die Limonade drin. Oder der Sirup für das Slushy-Eis oder so. Keine Ahnung. Und die riesen Schachfigur finde ich übrigens auch cool. Also die hätte ich da auch noch gerne mit in dem Zimmer. So, vielleicht dann ist auch das Bett ein bisschen so abgetrennt. Ein paar Pflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen Grün darf in jedem Zimmer sein. Und die hier von Cinderellas Schloss, diese große, dieser Busch, der passt farblich natürlich auch ganz cool. Und ich finde eigentlich die Säulen hier aus Agrabah ganz schön. Ich glaube, da mache ich hier so eine, guck mal, hier so in die Ecke. Sieht doch cool aus dann. Das ist ganz hübsch, das gefällt mir ganz gut. Ah, da drüben passt die leider nicht hin. Und das liegt an dem Treppenhaus, glaube ich. Ich glaube, das liegt nicht an den Sachen, die da stehen. Vielleicht doch am Flipper, oder? Hm. Aber ich finde, das sieht so eigentlich auch schon cool aus. Also ich finde, das ist also ein cooles Zimmer. Stell dir vor, das ist ein Zimmer mit so vielen Flipper und Spielautomat, Slushy-Eismaschine, Popcorn. Oben riesen Sofa, wo alle deine Freunde Platz haben zum Fernseh gucken. Also ich finde, Chewbaccas Zimmer ist ziemlich cool geworden. Guck, da ist Han Solo. Ich hoffe, du hattest jetzt Spaß an der Folge und ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche zu Disney Infinity wieder einschaltest. Ich bin auf alle Fälle am Start und sag bis dahin, ciao, ciao, deine Damakash.